Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einer kurzen Info, aber wirklich nur ganz kurz. Denn der War Mode, der sogenannte Event Mode, ist wieder in PUBG zurück. Dieses Wochenende vom 28. In den Patch Notes steht übrigens sehr witzig der 31. September. Finde ich cool, dass die den 31. haben. Wir haben leider nur den 30. Das würde bedeuten, es geht bis zum 1.10. Also vom 28. September, der heute ist, bis zum 1. Oktober. Ich gehe mal davon aus, dass wieder 4 Uhr morgens dann Schluss ist. Also, ihr wisst Bescheid. Was hat sich geändert? Ganz einfach, diesmal geht es darum, es sind jetzt 24 Spieler. Diese teilen sich wie folgt auf. Wir haben 3 Squads mit A8 Mann. Das Schöne diesmal dabei ist, wenn ich jetzt mal in den Event-Mode bei mir wechsle, ihr seht es im Hintergrund, dann könnt ihr sehen, dass wir jetzt auf der linken Seite hier Freunde einladen können. Das bedeutet also, wir können jetzt 7 weitere Freunde inklusive uns selbst, dann sind wir 8, können wir jetzt korrekt einladen. Das heißt, wir müssen nicht mehr uns den Stress machen, so wie ich es euch in dem Video erklärt habe, dass ihr halt quasi alle irgendwie in diesen Modus dann einladen müsst. Also jetzt ganz entspannt einfach einladen und dann geht's los. So, wie gesagt, das ganze Event geht bis zum 1.10. respektive, die haben den 31. September gesagt, aber Scherz beiseite. So, auf jeden Fall haben wir wieder den War Mode. Was hat sich sonst noch geändert? Eigentlich sonst nichts. Wir haben wieder Level 3 Ausrüstung. Wir haben wieder Waffen aus den Drops. Drops sind natürlich deaktiviert, genauso wie die Red Zone ist deaktiviert. Und das Ganze geht natürlich dann wieder auf Miramar los. Eine weitere Regeländerung ist, dass jetzt nämlich 15 Minuten gespielt wird und nicht mehr 12. Das heißt also, wenn man nicht innerhalb der 15 Minuten, die angeschlagen sind, 150 Punkte in irgendeinem Team quasi erwirtschaftet, dann läuft es maximal bis 15 Minuten heraus. Heißt also, dann ist nach 15 Minuten Schluss und das beste Team mit den meisten Punkten, was bis dahin die meisten Punkte geholt hat, ist natürlich dann der Sieger. Ja, ich denke mal, damit habe ich euch alle Informationen gegeben. Stimmt, halt, stopp. Eine Information habe ich noch. Es muss kein Update dafür runtergeladen werden. Das Ganze funktioniert einfach so on the fly. Ihr geht in PUBG rein und schon habt ihr auf der rechten Seite den Event-Mode. Des Weiteren steht im Infopost noch drin, dass dieses Event jetzt alle 2 bis 4 Wochen wiederholt werden soll. Ich finde alle 2 Wochen schon okay, weil dann kann man sich da immer mal ein bisschen drauf einstimmen und ein bisschen anpassen. Und vor allem gibt es mir auch die Gelegenheit, wieder mit euch zu zocken. Denn ich werde dann wahrscheinlich am Sonntag wieder ein War-Mode-Event machen mit euch da draußen in meinem Livestream. Und noch eine kleine Änderung. Der Sonntags-Livestream verschiebt sich ab sofort von 14.30 Uhr, nicht wie früher 14.30 Uhr bis 18 Uhr, sondern der Sonntags-Stream startet dann immer von 16 bis 20 Uhr. Also sonntags 16 bis 20 Uhr. Ja, und dann sind wir auch schon wieder beim Ende angelangt. Ich hoffe, dass dir dieses Infovideo einmal wieder weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du diese Videos hier nicht mehr verpassen wirst. Des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir auf Twitter, Twitch, Instagram und natürlich auch auf meinem Discord-Server folgen würdest. Dann hast du auf jeden Fall alles abgedeckt. Im Discord verabredet man sich mittlerweile auch zum Zocken. Also da einfach mal reinschauen. Ja, und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch wieder einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du das Video gesehen hast. Und nochmal kurz die Info vom 28. bis zum 1. Oktober. Also nur dieses Wochenende wieder. Oder halt respektive bis zum 31. September. Wie es so schön da drin steht. 31. September. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin raus, euer Hans. Und sag wie immer, cheers.